Hi, ich bin die Lina. Hi, ich bin die Lea. Hi, mein Name ist Mila. Und wir sind die neuen Azubis von ITV. Da sind sie, unsere neuen Auszubildenden bei ITV Coburg. Mit Lea, Lina und Milan verstärken uns seit dem 1. September gleich drei Talente. Sie sind da, um bei uns mit anzupacken, aber vor allem auch, um eines zu werden: Fachpersonal als Mediengestalter Bild und Ton. Unter anderem gehen wir natürlich auf Videodrehs, wobei wir lernen, wie wir das ganze Equipment aufbauen, die Belichtung, die Tontechnik, zum Beispiel auch ein Greenscreen, wenn benötigt. Wie man mit der Kamera umgeht, wie man die Schärfen von der Kamera einstellt, wie man mit den Lichtern umgeht. Wir lernen, wie man verschiedene Formate erstellt, wie redaktionelle Beiträge, Werbefilme und Live-Mitschnitte. Zukünftig sorgt auch Nick für weitere Unterstützung im Haus. Er beginnt seine Ausbildung zum Mediengestalter bei unserem Kollegen und freien Mitarbeiter Alexander Mrazek. Davor habe ich schon mal einen Beruf abgeschlossen gehabt. Das war der Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik. Dadurch, dass ich das nicht mehr ausüben kann, aus gesundheitlichen Gründen, mache ich jetzt hier die Umschulung zum Mediengestalter für Bild und Ton. Doch damit nicht genug. Auch unsere Mutter Sück Dakor präsentiert mit Leon und Pavels zwei neue Azubi. Sie machen eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ich habe gestern meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration begonnen im Bereich Netzwerktechnik mit den Schwerpunkten IT-Dienstleistung und interne IT. Wir sind zuständig für die interne IT bei uns, zum Beispiel für Computersysteme, Telefone, Drucker sowie Server und Serveranwendungen. Darüber hinaus betreuen wir auch die Weitverkehrsnetze der Sück Dakor. Wir von ITV Coburg und Sück Dakor geben also jungen Kreativen die Chance, eine professionelle, qualitativ hochwertige Ausbildung zu erleben und mit ihr zu wachsen. Stark angestrahlt wird, dass dann die Lehre zum Beispiel